So, wir versuchen mal weiterzumachen. So, also, x plus 1, ne, das bleibt u, jetzt kommt V' minus mal minus. Ich mache das mal lieber in Klammern. Leute, schreibt mehr Klammern, dann vergisst man die Minus nicht. Minus 1 mal, also minus e hoch minus x. So, das war der erste Part hier, u mal V'. Und jetzt kommt u' mal v, also plus u', abgeleitet ist 1. Und jetzt v können wir ganz einfach abschreiben, mal e hoch minus x. Jetzt kann man wieder ausklammern und so weiter. Das ist eine schöne Übung, kann man zu Hause machen, ist nicht das Problem. E hoch x zum Beispiel ausklammern, also e hoch minus x ausklammern und so weiter. Kann man alles machen, alles schön. Wollen wir jetzt mal darauf verzichten. Leute, jetzt wird es ein bisschen einfach. Wahrscheinlich zu einfach. Und zwar, was machen wir, was passiert, wenn ich sage f von x, und jetzt nehmen wir mal was ganz Allgemeines, ist a hoch x. Da müssen wir uns vorher nochmal schnell über Potenzen und Logarithmen und so ein Kram nochmal schnell in den Kopf machen. Was passiert dann? Wie kann ich die ableiten? Das geht nicht so einfach. Wir wissen ja, bei e, ja, erinnert euch hier an diese drei Diagramme, die ich gemacht habe. In der Mitte hatten wir die e-Funktion. Hier hatten wir eine Funktion 2 hoch x und hier hatten wir 3 hoch x. Ich habe es ganz stark übertrieben. Es kam darauf an, e hat immer als Ableitung seine gleiche Steigung. Also setze ich 1 ein, ist Steigung 1, hat hier Steigung 1, setze ich 0 ein, ist Steigung 1 und so weiter und so fort. Die Ableitung ist dem Wert nach halt bei e hoch x immer das gleiche. Deswegen haben wir ja auch hier das gleiche raus, dass ich sage hier, aha, f von x ist e hoch x, dann muss f' von x auch e hoch x sein. Also genau den gleichen Wert. Darum ging es. Was machen wir also hier? Das, wenn es a irgendwelche Werte annimmt. Jetzt eine Schreibübung dazu, und zwar, lasst uns mal schnell was überlegen. Ich erinnere nochmal, 2 hoch 3 ist 8, das weiß jeder. Wenn ich das in Logarithmus-Schreibweise umbastle, dann kann ich ja schreiben, der Logarithmus zur Basis 2, jetzt kommt die 2 hier hin, von 8 ist 3. Also der Logarithmus ist praktisch der Exponent, der ist eigentlich immer eine Art Exponent, aber bezogen auf bestimmte Basen. So, wenn ich das hinschreibe, naja, dann kann ich nach Logarithmengesetzen auch schreiben, das wäre genauso wie nach Potenzgesetzen, Logarithmus zur Basis 2 von 2 hoch 3 ist 3. Das Schicke ist nebenbei gesagt, man kann hier direkt den Logarithmus ablesen, wenn Basis und dieser Wert gleich sind. Noch was, das bedeutet aber auch, erinnert euch, der Exponent darf nach vorne. Das heißt 3 mal Logarithmus zur Basis 2 von 2 ist gleich 3. Moment mal, von 2, 2 hoch, ich sag's mal leise, 1. So, 2 hoch 1. Wenn ich mir darüber einen Kopf mache, dann kann ich auch sagen, naja, dann müsste ja, weil wir hier den Logarithmus ablesen können, müsste dieser Wert ja hier, der müsste ja 1 sein. Mit anderen Worten sage ich, okay, keine neue Erkenntnis, 3 mal 1 ist 3. Bis jetzt wussten wir das. Das wird auch so bleiben. Ich könnte diese Erkenntnis hier, ich mache sie mal dicke, ich könnte diese Erkenntnis, die könnte ich auch noch ein bisschen anders verwenden. Ich kann sagen, naja, okay, dann kann ich sagen, 10 ist gleich 10 mal 1. Ach nee, ja, ja, schon. 10 ist gleich 10 mal, und jetzt mache ich was Ähnliches hier, den 10er Logarithmus von 10, denn das hier ist 1. Ich hoffe, das stimmt bis dahin noch innerlich für alle. Worauf ich hinaus will, sage ich gleich. 10, bleiben wir bei unserem Beispiel 10, ist gleich 10 mal LG 10. Kann ich auch machen, ne? Ich könnte auch das hier mal anders schreiben. Ich mache das mal mit LN. 10 ist gleich 10 mal LN E. Denn das hier ausgeschrieben ist auch wieder 1. Das heißt nämlich nichts anderes als der Logarithmus zur Basis e von e. Und der ist nun mal 1. Okay.
Wenn ich sowas alles machen kann und das alles wieder im Gedächtnis habe, man muss es ja nicht immer gleich alles X oder sonst was heißen, dann kann ich auch sagen, dann ist, wie könnte ich das noch machen? Dann ist ja A hoch X, ne, machen wir es anders. Dann ist 10, da sage ich dazu X, ist gleich X mal ln E. Ich könnte auch sagen A, ne, oder noch schärfer. Machen wir mal was anderes. Nehmen wir mal an, ich würde sagen, man kann ja logarithmieren. Logarithmieren ist zum Beispiel, wenn ich sage, meinetwegen 2 hoch 3 ist gleich 8 und ich logarithmiere, dann schreibe ich einfach ein LG auf beide Seiten. Dann hieße es LG 2 hoch 3 ist LG 8. Okay, wenn ich sowas machen kann, dann könnte ich auch alles potenzieren. Anderes Beispiel, ich sage 3 ist gleich 3. 3 hoch 4 ist gleich 3 hoch 4. Das wäre potenzieren. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, so ähnlich wie beim Exponentenvergleich, das stimmt ja, 4 ist gleich 4, bei gleichen Basen. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich mache diesen Schritt wieder rückgängig, also in die Richtung. Ich schreibe einfach, ich nehme das als Exponenten hier. Das hier und das hier. Das lasse ich als Exponenten gelten. Das sollen meine neuen Exponenten für Folgendes sein. Ich schreibe einfach um. A hoch x, ne, mein neuer Exponent, ist gleich a hoch x mal ln e. Was habe ich denn jetzt gekonnt? A hoch x ist gleich a hoch x mal ln e. Das ist eine ganz super oberstarke Erkenntnis. Wenn man die einmal hat, kann man nämlich Folgendes machen. Wir gucken mal hoch. Unsere Frage war ja, e hoch x und so ein Kram können wir ableiten. Das geht. Aber was machen wir bei einer allgemeinen Funktion, die heißt a hoch x? Dann könnte ich ja sämtliche Funktionen, um die abzuleiten, hilfsweise umformen, indem ich sage, naja, wenn f von x gleich a hoch x war, dann muss gelten, dass f von x genauso ist wie a hoch und jetzt x mal ln e. Und damit kann man was anfangen. Damit lässt sich gleich was anstellen. Das hat was. Das müssen wir aber erstmal verdauen. Also das waren jetzt bisher nur Potenzgesetze. Wenn man so einen Quatsch machen kann, dann kann man auch anderen Quatsch machen. Also bleiben wir mal hier. Ich versuche es mal hier weiterzumachen. Und ich schreibe mal jetzt in blau, damit es besser auffällt. Ich könnte auch folgende Behauptung aufstellen. A hoch x ist gleich e hoch y, könnte ich auch machen. Und so wie ich vorhin logarithmiere oder potenziere oder potenziert habe oder sonst was, könnte ich auch noch was anderes machen, noch was Verrücktes. Stell dir mal vor, ich schreibe da ln dahinter. Dann heißt es ja auf der nächsten Zeile, der Logarithmus naturalis von a hoch x ist ln e hoch y. Ja. Ja, ein Haken hat's. Der ln von a hoch x ist gleich diesem ln. Jetzt haben wir x und y, das ist immer noch ein bisschen verrückt. Jetzt müssen wir uns was einfallen lassen, und zwar sowas einfallen lassen, dass das von alleine klappt, dass wir das so umformen können, dass wir eine schöne Erkenntnis daraus gewinnen. Wir müssen was machen. Wir schreiben mal die linke Seite ab und sagen, so wie eben schon mal gezeigt, hier der Exponent darf nach vorne wandern. Hier. Das war ein altes Logarithmengesetz. Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Dann kann ich auch sagen, y mal ln e. Was ist denn dann ln e? Ln e ist aber 1. Das heißt nichts anderes weiter, dass ln von a hoch x gleich y ist. Und das... Das setzen wir jetzt mal hier oben ein. Also y hier. Und dafür setzen wir ln a hoch x. Und dann machen wir das mal. Das heißt also, das hier insgesamt als Erkenntnis. Dann kann ich Folgendes schreiben. A hoch x ist gleich e hoch
ln a hoch x. Richtig? Ich habe nur ersetzt. Ln a hoch x ist das hier. Das Ding. Das habe ich hier oben eingesetzt. Weil es ja heißt e hoch y. Zu Anfang habe ich eine Behauptung aufgestellt. A hoch x ist gleich e hoch y. Ich weiß kein x, ich weiß kein y. Ich will bloß erreichen, dass ich das so lange ineinander umforme, dass ich was Vernünftiges bei rauskriege. Und jetzt kann ich noch was machen. Ich kann dieses vor den ln schreiben. A hoch x ist e hoch und jetzt x mal ln a. Und jetzt haben wir eine riesen Geschichte. Das ist letzten Endes das, was wir haben wollten. Denn damit kann man echt was anstellen. Also immer vorausgesetzt, a ist positiv. Also größer 0. Wenn ich das hier verwenden kann, dann kann ich auch mit unseren Erkenntnissen, die wir bisher gewonnen haben, über Ableitung von e hoch x und so weiter, kann ich auch Folgendes schreiben. Dann könnte ich schreiben, wenn f von x gleich a hoch x ist, dann müsste f' von x wie sein. Also ich könnte das ja umwandeln. F von x ist a hoch x. Ja, jetzt ist es noch hässlicher geworden. Gut, dann könnte ich ja auch schreiben, das ist wie f von x ist demzufolge e hoch x mal ln a. So, und das jetzt abgeleitet. Diesen rechten Ausdruck, e hoch x mal ln a. Ich mache es mal kurz, weil die Pause droht. Dann ist das nichts weiter als, Achtung, auch x mal ln a. Und damit haben wir eine allgemeine Möglichkeit, auch eine allgemeine Potenzfunktion abzuleiten. Wir machen jetzt an der Stelle erstmal Stopp. Es gibt noch einen nächsten Teil, der beschäftigt sich mit dem Aufleiten. Aber ich wünsche schon mal schöne Pause.